Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Teuerung, Zuwanderung, die Bundesregierung unter Dauerdruck. Bundesweit liegt die FPÖ konstant vorne, gemeinsam mit der SPÖ. In Wien hinkt die FPÖ ein wenig nach. Woran liegt das? Ich spreche heute mit Max Kraus, Clubobmann der FPÖ in Wien. Ja, erklären Sie uns, warum sind Sie beziehungsweise Ihr Parteiobmann hier in Wien in den Umfragen etwas hinter Herbert Kickl zurück? Also Sie haben recht und es freut mich sehr, dass wir bundesweit auf Platz 1 angekommen sind, dass dieser konsequente Kurs der letzten Jahre sich auch ausgezahlt hat. Und in Wien haben wir natürlich eine Sondersituation gehabt. Wir haben vor 2 Jahren eine Landtagswahl gehabt, wo wir nur 7% erreichen konnten, aufgrund der damaligen Abspaltung unseres ehemaligen Bundesparteiobmanns. Und seit dieser Spaltung, seit wir damals nur 7% hatten, sind wir mittlerweile in den Umfragen bei 19-20% angekommen. Das heißt, auch wir in Wien haben uns beinahe verdreifacht. Und wenn man das mit den anderen Landeshauptstädten Linz, Graz, Innsbruck vergleicht, dann haben wir hier einen sehr, sehr guten Wert, auf den wir stolz sein können. Und ich glaube, dieser konsequente Weg, der hat die FPÖ in Wien einmal jetzt zu 20% gebracht. Diese harte Kritik am Bürgermeister Ludwig in all seinen Fehlentwicklungen, in der Zuwanderung, in der Teuerung, die wird die FPÖ auch in Wien noch weiterbringen. Und ich glaube, bis 2025, wo es die nächste Wienwahl geben wird, wo es ein Duell um Wien geben wird zwischen SPÖ und FPÖ, werden wir auch wieder in Schlagweite zur SPÖ kommen. Das ist durchaus möglich. Was sind denn so Ihre Hauptkritikpunkte an der Politik in Wien, an Bürgermeister Ludwig? Also der Bürgermeister Ludwig, kann man schon ganz ehrlich sagen, als der vor einigen Jahren Bürgermeister geworden ist, haben viele Leute geglaubt, auch freiheitliche ÖVP-Politiker, dass er vielleicht ein bisschen weg von dieser rot-grünen Politik kommen wird und hin zu einer vernünftigeren Politik. Er hat allerdings leider mit der Rot-Neos-Koalition diese Ausgrenzungspolitik gegenüber der FPÖ fortgesetzt. Er hat in der Zuwanderungspolitik die Politik von Rot-Grün fortgesetzt. Wien hat noch immer die meisten Asylwerber. Wien gibt noch immer am meisten Geld für Mindestsicherung aus. Er hat in der Verkehrspolitik leider grüne Projekte fortgesetzt. Er will jetzt Autofahrer komplett aus dem ersten Bezirk aussperren. In der Teuerungspolitik haben wir erlebt, dass von einer Fernwärmeerhöhung von über 92% bis hin zu allen anderen Gebühren, die in Wien angezogen sind, ob es Parken ist, ob es die Schwimmbadgebühr im Sommer ist oder ob es die Mieten im Gemeindebau oder in den sozialen Genossenschaften sind, die angezogen wurden. Er hat diese falsche Politik in vielen Bereichen leider einfach fortgesetzt und nicht das getan, was wir uns gewünscht hätten, nämlich die Ausgrenzungspolitik zur FPÖ zu beenden, auch mit uns Gespräche zu führen, auch unsere Anträge einmal anzunehmen, auch mit uns in einen ernsthaften Dialog zu treten. All das hat er nicht gemacht, sondern er hat leider diesen rot-grünen Kurs einfach fortgeführt, jetzt mit einem pinken Koalitionspartner. Und das ist schade und das ist ein großer Schaden für die Menschen in Wien. Das ist schon verdammt viel Kritik für eine Stadt, die seit Jahren als an sich die lebenswerteste Stadt auf der Welt gilt. Warum diese massive Kritik? Ist es wirklich so schlecht, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, wir sind uns einig, dass Wien eine Stadt ist, die historisch wunderschön gewachsen ist, die jährlich irrsinnig viele Touristen anlockt, die interessant ist. Und die allerdings trotz dieser guten Geschichte und auch vor 50, 60 Jahren durchaus SPÖ geprägt, guten sozialen Errungenschaften mit dem sozialen Wohnbau beispielsweise, trotz diesen guten Aspekten in den letzten Jahren viele kritische und negative Entwicklungen bekommen hat. Und man kann auf der einen Seite natürlich festmachen, ja, Wien ist eine tolle Stadt, es gibt hier auch viele großartige Menschen, aber ja, es gibt auch viele Dinge, die man besser machen könnte, die die Politik besser gestalten könnte. Und damit kritisiere ich nicht Wien, damit kritisiere ich nicht die Wienerinnen und Wiener, damit kritisiere ich einen Bürgermeister, der in vielen Bereichen, wo es problematische Fehlentwicklungen wegsieht, der sie verleugnet und in manchen Bereichen auch noch fördert. Und das ist keine Generalkritik, das ist, glaube ich, das, was eine Oppositionspartei machen muss. Und wer sagt, dass in Wien alles rund läuft, der kennt Wien nicht. Ja, das ist die eine Geschichte. Sie sprechen oft über die Zuwanderung und dass da vieles falsch läuft. Ja, Wien hat die mit Abstand meisten Asylwerber von ganz Österreich.
Was würden Sie denn tun? Wollen Sie einen Zaun aufstellen rund um Wien oder wie könnten Sie das ändern? Also ich glaube, in den Jahren, in denen wir in der Bundesregierung waren, haben wir mal gut damit gestartet. Leider war die Zeit zu kurz, um auch tatsächlich nachhaltig nachwirken zu können. Weil ich glaube, das, was wir damals gemacht haben, zum Beispiel Ausreisezentren zu eröffnen und hier mal ein symbolisches Zeichen zu setzen, dass wir nicht jeden willkommen heißen, sondern dass die Menschen, die keinen gültigen Asylgrund haben, auch wieder gehen müssen, das war eine positive Sache. Die Grenzschutzeinheit, die damals begonnen wurde zu trainieren, das war eine gute Sache. Und ja, wenn wir uns heute mit Situationen konfrontiert sind, die schlimmer sind als im Katastrophenjahr 2015, wo über 100.000 Menschen nach Österreich illegal eingereist sind, dann sage ich, ein Zaun, eine Mauer, nennen Sie es, wie Sie es wollen, es wäre notwendig, unsere Außengrenzen in den kritischen Bereichen rund um Spielberg, an der burgenländischen Grenze, wo ja auch der SPÖ-Landeshauptmann Doskozil ständig warnt, hier effektiven Grenzschutz sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht mehr ungehindert, ohne Kontrolle, ohne Registrierung, ohne jede Überprüfung einfach ins Land spazieren können. Nein, solange der EU-Außengrenzschutz nicht funktioniert, solange müssen wir endlich unsere nationalen Grenzen noch konsequent schützen. Das wäre das Gebot der Stunde. Und ich glaube, wenn wir vorher über Umfragen gesprochen haben, jede Umfrage bestätigt, dass die Österreicherinnen und Österreicher auch genau das wollen. Ja, aber der Pull-Faktor ist nicht nur die Freundlichkeit der Österreicher, warum Flüchtlinge zu uns kommen, sondern auch die Sozialleistungen, ganz die genau angeboten werden. Das kritisieren Sie ja immer. Ja. Was bekommt derzeit ein Asylwerber in Österreich und wie würden Sie da vorgehen? Würden Sie das radikal kürzen? Nein, in Österreich bekommen Asylwerber mal auf jeden Fall mehr als in so gut wie jedem anderen europäischen Land und damit auch weltweit, weil sonst würden nicht alle Asylwerber quer durch ganz Osteuropa hin nach Österreich oder Deutschland spazieren, sonst würden sie, so wie es die Genfer Konvention auch vorsieht, im ersten sicheren Drittland Asyl beanspruchen. Das passiert nur nicht. Und diese Leute kommen ganz gezielt nach Österreich, nach Deutschland, weil sie wissen, weil sie von NGOs kommuniziert bekommen, kommt hierher, hier gibt es keine Kontrollen, hier gibt es Geld. Und in diesem Asylparadies Österreich ist Wien noch einmal die Insel der Seligen im Negativen gesehen, weil Wien ist das einzige Bundesland, das Mindestsicherung sogar an Menschen auszahlt, die einen rechtskräftig negativen Asylbescheid haben und ausreisen müssten. Das heißt, in Wien bekommen tausende Menschen, die ein negatives Urteil von einem Gericht bekommen haben, weil sie unter falschen Angaben hergekommen sind oder weil sie straffällig geworden sind oder weil sie aus einem anderen Grund das Land verlassen müssten, aber es einfach nicht tun, sogar diese Menschen bekommen in Wien Mindestsicherung ausbezahlt. Und das führt dazu, dass wir in Wien 2/3 aller österreichweiten Mindestsicherungsbezieher haben und davon über die Hälfte Nichtstaatsbürger. Diese Anlockungspolitik, die in Wien vom Bürgermeister gelebt wird, Geldleistungen, Wohnungen, Sozialhilfen, Mindestsicherung, alles an jeden ab dem ersten Tag auszuzahlen, die führt dazu, dass die Menschen auch alle nach Wien kommen, hier oftmals kriminell werden, das Sozialsystem über Gebühr belasten und am Ende die Wienerinnen und Wiener, die das Ganze finanzieren, darunter leiden müssen. Und ja, das wollen wir nicht und das wollen wir abgestellt wissen. Wie würden Sie das abstellen und was sollte da am Ende des Tages rauskommen? Also wie wollen Sie kürzen? Komplett weg alle Sozialleistungen oder wie stellen Sie sich das vor nach ungarischem Vorbild? Viktor Orban hat ja kaum Asylwerber, ebenso andere europäische Länder. Wie wollen Sie das runterstreichen? Also ich glaube, Viktor Orban ist immer ein gutes Vorbild, wenn es um Zuwanderungspolitik geht, weil er einer der ganz wenigen Regierungschefs in Europa war, der seine Außengrenzen noch tatsächlich effektiv geschützt hat und damit auch dafür gesorgt hat, dass es eben keine derart große Anzahl an Asylwerbern in Ungarn gibt. Und er hat auch dafür gesorgt, dass die Sozialleistungen für Zuwanderer eben nicht in der Form ausgeprägt sind, wie es in Österreich der Fall ist. Und ja, wenn Sie fragen konkret, in Wien müssten wir endlich damit beginnen, Sozialleistungen nur noch in gewisser Weise an Staatsbürger auszuzahlen. Wenn jemand hierher kommt, dann kann es nicht sein, dass er ab dem ersten Tag eine Gemeindewohnung beziehen kann. Wir erinnern uns vor einem Jahr dieser schreckliche Fall, wo die 12-jährige Leonie in Wien vergewaltigt und ermordet wurde. Wer waren die Täter? 3 Afghanen, die nicht nur vorbestraft waren, deswegen niemals hätten in Österreich sein dürfen. Es waren 3 Afghanen, die vorbestraft waren, die von der Stadt Wien eine Gemeindewohnung gestellt bekommen haben, die jeder hier, die Sie, die ich, die jeder, der zusätzlich mit Steuergeldern mitfinanziert und die auch niemals hätten hier ankommen dürfen. Das heißt, wir sehen diese falsche Zuwanderungspolitik, diese Politik der offenen Tore, wo jeder reinkommen kann, Sozialleistungen kassiert, Wohnungen kassiert und einfach hier bleibt, sogar wenn er kriminell wird, die führt in manchen Fällen sogar zu Kriminalverbrechen, die führt zu Morden, die führt zu schrecklichen Schicksalen.
Und da muss endlich umgedacht werden. Und da braucht es einen Bürgermeister, der nicht nur den Christkindlmarkt eröffnet, das ist schön und gut, sondern der auch dort nicht wegsieht, wo es echte Probleme gibt. Und das macht der Bürgermeister Ludwig leider. Wenn Sie immer wieder hinschauen, was Viktor Orban so macht, ich meine, die Flüchtlinge fliegen ja nicht nach Österreich, die kommen aus Ungarn nach Österreich. Das heißt, das Vorbild Viktor Orban, was macht der denn? Der winkt alle jene, die von Serbien nach Ungarn kommen, in Richtung Österreich weiter. Also das ist ja auch keine wirklich erfolgreiche Politik. Ja, Orban hat lange versucht, hier einen Außengrenzschutz sicherzustellen. Die Europäische Union hat ihn dafür immer nur kritisiert. Man hat gesagt, dass das unmenschlich wäre, was er täte, nämlich das Normalste auf der Welt, seine Grenzen zu schützen. Und dort, wo es die Ungarn jetzt nicht schaffen, dort schicken sie sie weiter. Und das kann ich nachvollziehen. Denn Orban sagt, er will diese Menschen nicht im Land haben. Wenn die österreichische Bundesregierung, wenn die deutsche Bundesregierung sagt, sie wollen sie, dann sollen sie sie auch nehmen. Ich glaube allerdings, die österreichische Bevölkerung will das nicht. Und um das konsequent verhindern zu können, dass Leute aus Ungarn oder aus Slowenien oder aus anderen Grenzsituationen nach Österreich durchspazieren, bräuchte es eben genau diese Grenzschutzmaßnahmen. Wie genau man sie ausgestaltet, ist dann, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Ein weiteres Thema, worunter die Menschen in Wien, ja, sagen wir es genauso wie es ist, leiden, das ist die Teuerung. Ja. Auf der einen Seite haben wir momentan volle Gasspeicher, auf der anderen Seite sind die Rechnungen extrem hoch. Vor allem jene, die Neukunden sind bei der Wiener Energie, klagen momentan über extreme Rechnungen bzw. Vorauszahlungen, die sie bekommen. Demnächst startet ein Untersuchungsausschuss in der Causa Wien Energie. Sie sind, glaube ich, im Team. Was lief falsch bei der Wien Energie, wenn überhaupt etwas falsch lief? Ja. Also ich glaube, Sie haben völlig recht, nicht nur Sie erreichen Menschen, die verzweifelt sind, auch an uns wenden sich irrsinnig viele Bürger, die Telefone laufen heiß, wir bekommen E-Mails, die Leute schicken uns ihre Rechnungen zu, wo erst unlängst uns eine junge Mutter geschickt hat, sie wohnt mit ihrem Kind in einer, ich glaube, 75 Quadratmeter Wohnung war es, und die Beitragsvorschreibungen haben sich verdreifacht. Und das sind Zahlungen, die für viele Menschen nicht mehr leistbar sind. Man budgetiert ja ohnehin schon oft knapp. Familien, ältere Menschen, die sich alles genau durchkalkulieren und dann plötzlich werden die Gebühren verdoppelt. Das ist ja nicht machbar für viele Menschen in dieser Stadt und in diesem Land. Und wie es dazu kommen konnte, glaube ich, das sind zwei verschiedene Ursachen. Auf der einen Seite haben wir einen Bürgermeister, der hier im Bereich der Wiener Energie die Öffentlichkeit lange total angelogen hat, indem er geschwiegen hat und wochenlang nichts gesagt hat über diesen schwierigen Zustand. Rote Manager, die hier spekuliert haben im Bereich der Wiener Energie. Und auf der anderen Seite gibt die Stadt Wien eben das Geld, das für notwendige Entlastungsmaßnahmen verfügbar gemacht werden müsste, um die Menschen zu entlasten, in anderen falschen Bereichen aus, in Förderungen für rote Vereine, für Zuwanderung, für viele Dinge, wo man das Geld nicht ausgeben sollte. Das heißt, diese Melange aus einerseits verspekulieren, aus einerseits verschweigen und auf der anderen Seite verprassen, die führt dazu, dass die Menschen in Wien Stromrechnungen haben, Gasrechnungen haben, Heizrechnungen haben, die sie nicht mehr bezahlen können. Und auch das ist die Verantwortung des Bürgermeisters. Jetzt sind da zwei sehr schwere Vorwürfe in diesen Aussagen gewesen. Auf der einen Seite haben Sie gemeint, der Wiener Bürgermeister hat die Öffentlichkeit angelogen. Ja. Ist das eine. Und das andere, Sie sagen, Wien Energie und die Manager dort hätten spekuliert. Ja. Jetzt sagen die bei der Wien Energie, die inzwischen die 1,4 Milliarden, die sie von der Stadt bekommen haben, wieder zurückbezahlt haben, wir haben nie spekuliert. Ja. Und der Bürgermeister meint, es gab damals keinen Grund, wirklich das sofort offenzulegen. Was stimmt jetzt und was werden Sie im Untersuchungsausschuss fragen? Also ich sage Ihnen eines, der Bürgermeister Ludwig hat Mitte Juli, nachdem er schon lange Kenntnis über diese Missstände bei Wien Energie gehabt haben muss, und da stellt sich auch die Frage, sind die erst so plötzlich gekommen in den letzten Wochen oder wurden da nicht doch schon seit Jahren vielleicht Miesen mitgeschleppt, die man bis heute nicht veröffentlicht hat. Der Bürgermeister Ludwig hat damals in einer Nacht- und Nebelaktion 1,4 Milliarden Euro per Unterschrift mit seinem Kugelschreiber an Steuergeldern der Wienerinnen und Wiener der Wien Energie zur Verfügung gestellt. Hätte das ein ÖVP
oder ein FPÖ-Politiker getan, wäre vermutlich die Staatsanwaltschaft am nächsten Tag, wo das öffentlich geworden ist, einmarschiert, hätte alle Handys beschlagnahmt und Untersuchungen eingeleitet. Es ist auch interessant, dass hier bei einem SPÖ-Politiker vielleicht andere Maßstäbe angelegt werden als bei ehemaligen FPÖ-Politikern. Aber das ist nur ein kleiner Seitenwink. Auf jeden Fall ist klar, diese 1,4 Milliarden, die der Bürgermeister in einer angeblichen Notkompetenz Mitte Juli vergeben hat, die hätte er zumindest dem Stadtsenat, zumindest dem Finanzausschuss der Stadt Wien und zumindest den Gemeinderatsmitgliedern bekannt geben müssen. Und wenn das so ein normaler und guter Vorgang gewesen ist, dann hätte er ja auch nicht versucht, das Ganze zu verschweigen, sondern hätte das getan. Tatsache ist allerdings, er hat es ganz bewusst nicht öffentlich gemacht, weil er nicht wollte, dass das Ganze an die Öffentlichkeit kommt, dass vielleicht Untersuchungen beginnen könnte und dass dann am Ende ein Untersuchungsausschuss rauskommen könnte, was jetzt ja der Fall ist. Dass es öffentlich geworden ist, hat ja nur damit zu tun gehabt, dass diese 1,4 Milliarden nicht gereicht haben und man noch weitere 2 Milliarden beim Bund anzapfen wollte, was man dann in der Folge ja auch bekommen hat. Und dass man jetzt einen Teil zurückbezahlt hat, ist ja nichts, wofür man Lob bekommen kann, sondern ist ja wohl das Selbstverständnis auf der Welt, dass wenn man sich einen Kredit aufnimmt, man den auch dann irgendwann zeitnah zurückführt. Und was man auch nicht vergessen darf, es hat ja auch bereits davor im Bereich der Wien Holding massives Cashpooling gegeben, ein Fachbegriff. Es wurde Geld von anderen Betrieben der Wiener Stadtwerke und der Wien Holding hin zu Wien Energie geschoben. Hier muss man erst beleuchten, was ist da im Hintergrund passiert. Das heißt, auf der einen Seite ist für den Bürgermeister juristisch diese angebliche Notkompetenz, die er niemals hatte, noch lang nicht ausgestanden, denn wir haben sie auch strafrechtlich angezeigt. Und auf der anderen Seite werden wir in dieser Untersuchungskommission politisch beleuchten müssen, wer hat was gemusst. Welchen Wissensstand hatte der Bürgermeister, welchen Wissensstand hatten die NEOS als angebliche Transparenzpartei und welche Dinge schlummern vielleicht noch unterhalb der Öffentlichkeit, die noch nicht bekannt sind. All das werden wir sehen. Ich hoffe auf Transparenz. Wir haben ja auch gesagt, wir hätten gern die E-Mails-Korrespondenzen, den Terminkalender, die Chat-Nachrichten des Bürgermeisters zu dieser Causa. Da richtet uns die SPÖ jetzt schon aus, das werden sie sicher nicht herausgeben. Ich frage mich, warum war das im Parlament möglich? Warum kennt man jeden Chat vom ehemaligen Vizekanzler Strache oder auch von anderen ehemaligen Politikern? Warum kann man beim Bürgermeister nicht wissen, was der zu einem Thema an Informationen hatte oder weitergegeben hat, wo es um Milliarden von Steuergeldern geht? Ja, es geht aber nicht nur um die Chats vom Bürgermeister, sondern auch um die zuständigen Herren innerhalb der Wien Energie bzw. von Stadtrat. Ganz genau. Es geht um den Bürgermeister, der die Letztverantwortung hatte. Aber es geht auch um den Finanzstadtrat Hanke natürlich, der als Zeuge gleich zu Beginn geladen sein wird, der einmal konkret sagen muss, was überhaupt Sache ist. Wir haben ja bis jetzt immer nur Floskeln gehört von einem angeblichen Tsunami an der Energiebörse, der allerdings nicht bis zur EVN zum Beispiel oder bis zur TIWAG gekommen ist, weil die haben ohne riesige Staatshilfen weiterwirtschaften können. Und auch die Manager werden natürlich aussagen müssen und werden einmal Unterlagen herausgeben müssen. Weil es kann nicht sein, dass die Wien Energie die Fernwärme auf der einen Seite die Tarife um 92% erhöhen und auf der anderen Seite hier wild herumspekuliert wird auf dem Lasten und auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener. Das kann nicht sein. Und eins muss man auch wissen, diese Manager sind ja in vielen Fällen keine objektiven Manager, sondern natürlich Menschen mit einer SPÖ-Nähe, die bestellt werden von Menschen wieder, die in SPÖ-nahen Gremien sitzen. Das heißt, all das, was in diesem Pool rund um die Stadt Wien, Stadtwerke, Wien Holding, Wien Energie passiert, ist am Ende SPÖ gesteuert und deswegen trägt die SPÖ auch hier die Verantwortung. Also Sie sind überzeugt davon, dass da wild spekuliert wurde? Davon ist auszugehen. Wenn man mit unabhängigen Experten geht, dann sagen die auch, dass solche Transaktionen, da gibt es viele Fachbegriffe, Short gehen, Long gehen, große Einsätze, Derivatgeschäfte, nicht von heute auf morgen akut werden können, sondern dass man hier zumindest seit Monaten ein gewisses Vorwissen gehabt haben muss und dass man hier auch ganz bewusst mit größeren Energiemengen spekuliert hat, als man tatsächlich selbst zur Verfügung hatte. Und wie soll man sowas nennen, wenn nicht spekulieren? Gut, der Partner NEOS in Wien, der neue Partner NEOS, das ist die eine Geschichte. Aber es gab ja in Wien auch einen grünen Partner und einer davon steht momentan ja eben im Visier der Justiz, und zwar der Herr Chorherr. Was, glauben Sie, wird aus diesem Prozess noch abgeleitet werden können und wie ist es damals wirklich gelaufen aus Ihrer Sicht und aus der Sicht Ihres Parteiobmanns? Also ich glaube, dass hier die Gerichte am Zug sind und ich finde es gut, dass das, was wir Freiheitlichen in der Zeit, wo der Herr Chorherr noch politisch aktiv war für die Grünen und er war ja
beinahe 10 Jahre grüner Planungssprecher, während die Grünen auch Stadträtinnen hatten, die in diesem Ressort regiert haben, dass das jetzt auch juristisch durchleuchtet wird und dass der Herr Chorherr gemeinsam mit vielen anderen Bauträgern angeklagt ist, ist, glaube ich, schon einmal ein Zeichen dafür, dass er nicht zu 100% korrekt gehandelt haben kann. Ob er verurteilt werden wird, das werden wir sehen. Ich glaube, politisch ist klar, dass die weiße Weste, die die Grünen sich immer gerne geben als Antikorruptionspartei oder als Partei, die mit sowas nichts zu tun hat, dass diese weiße Weste endgültig beendet ist, was wir ohnehin schon lange wussten, aber dass der Herr Chorherr der erste Politiker ist, der ja auch, wie die, glaube ich, Tageszeitung Presse einmal getitelt hat, nach dem Motto, sie spenden, wir widmen, agiert haben soll. Und hier reiche Bauträger sich offensichtlich in Wien einiges richten haben können, indem sie Spenden zum Verein des Herrn Chorherrs gepumpt haben und dann Widmungen für Großprojekte bekommen haben sollen. Ich weiß nicht, was das Gericht entscheiden wird, aber ich weiß, dass dieser grüne Skandal nicht nur ein juristischer, sondern auch ein politischer ist und dass die weiße Weste der Grünen beendet ist. Nur zur Erinnerung, worum es in diesem Fall überhaupt geht. Sie haben ja kurz schon angeschnitten. Ja. Können Sie vielleicht diesen Fall Chorherr noch einmal wiederholen? Worum geht es gar konkret in der Anklage? Der Herr Chorherr war lange Zeit einer der wichtigsten Politiker der Grünen in Wien, der in seiner politischen Funktion auch ganz wesentlich entscheiden konnte, welche große Baufirma, welcher große Bauträger in Wien was bauen darf. Und gleichzeitig hat der Herr Chorherr eben von solchen Firmen große Spenden für seinen Verein, seinen privaten Verein Ituba erhalten. Und zufälligerweise haben oftmals dann Firmen, die gespendet haben, kurz darauf in Wien Widmungen erhalten. Daher der Titel, sie spenden, wir widmen. Das ist ein Vorgehen, das, wenn es vom Gericht so bestätigt ist, ein schweres Korruptionsdelikt ist, wo es sicherlich auch zu massiven Urteilen und Strafen kommen wird, wo die weiße Weste der Grünen beendet ist und wo man auch einmal fragen wird müssen, was beispielsweise der jetzige Grünen-Obmann, der Herr Peter Kraus, mein Namensvetter, davon gewusst hat. Er selbst war lange Jahre Büroleiter von der Planungsstadträtin. Dass er davon gar nichts mitbekommen hat, ich glaube es nicht. Das wird man am Ende fragen müssen. Jetzt gilt es einmal, die Urteile abzuwarten. Ich glaube, das ist der erste große Korruptionsskandal der Grünen in dem Land, der auch angeklagt wurde. Und das ist gut so. Und ich bin mir sicher, es wird nicht der letzte gewesen sein. Sie wurden von H.C. Strache in die Politik geholt. Sie waren damals ein blutjunger Mann. Heute sind Sie 29. Was sagen Sie eigentlich zu Ihrem ehemaligen Bundesparteiobmann Strache und dem Schicksal, das ihm so widerfahren ist? Schauen Sie, der Herr Strache hat 2020 oder 2019 eine eigene Partei gegründet und damit die FPÖ verlassen, er ist gegen uns kandidiert und hat sich damit extrem schädlich zur freiheitlichen Familie, die er selbst oft zitiert hat, verhalten. Und deswegen ist dieses politische Kapitel Strache für immer abgeschlossen. Er hat ja auch nur 3% mit seiner eigenen Splitterliste dann bekommen. Und das war dann, glaube ich, spätestens der Punkt, wo er auch selbst eher erkennen musste, dass seine Zeit als Politiker vorbei ist. Juristisch muss man sagen, bis jetzt ist er nirgends schuldig gesprochen worden. Es wurde eine Vielzahl an Verfahren eingestellt. Ich glaube, er ist als Geschäftsmann tätig und im Privatleben, glaube ich, hört man, medial geht es ihm auch nicht gut. Ich wünsche ihm für all das trotzdem alles Gute. Aber Sie haben keinen Kontakt mehr zu ihm, oder? Wir sind uns einmal dieses Jahr auf der Straße begegnet, haben auch kurz geplaudert, aber stehen nicht in regelmäßigen Kontakt, nein. Noch zum Abschluss, was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Ich wünsche mir ein schönes Weihnachtsfest mit meiner Familie und materiellen Wunsch habe ich mir jetzt noch keinen überlegt. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Das war Max Kraus, Clubobmann der Freiheitlichen in Wien.